In diesem Jahr haben wir im hohen Norden bei Lohnunternehmer Frerk Franksen ein etwas größeres Projekt in Angriff genommen. Einen Schleppschuhvergleich mit 7 Herstellern. Entsprechend viel los war auf den Straßen rund um den Betrieb Franksen, als wir im ersten Teil des Vergleichs die Maschinen auf Grünland eingesetzt haben. Mit von der Partie waren der Bomek Farmer mit 15 Meter Arbeitsbreite, Fliegel mit dem Skate 150 mit 15 Meter Arbeitsbreite, Joskin mit dem ersten Prototypen Pendislide Pro mit 18 Meter Arbeitsbreite, Stapel mit dem 15 Meter breiten Gestänge Pro Green, EcoSlide XL heißt das 15 Meter breite Modell von Kverneland bzw. Feenhäus. Vogelsang lieferte das 15 Meter breite Swin-Up Slide, das an einem Zunhammerfass angebaut war, und Zunhammer selbst mit dem 15 Meter breiten Glidefix. Natürlich haben wir die Arbeitsqualität beurteilt und die Unterschiede bei der Gülleablage herausgearbeitet. Weitere Kriterien in der Praxis sind die Ein- und Ausklappzeiten sowie die gesamte Handhabung mit den unterschiedlichen Modellen. Alle detaillierten Ergebnisse mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Modelle könnt ihr in der aktuellen Profi-Ausgabe nachlesen. Außerdem veröffentlichen wir im nächsten Heft den zweiten Teil unseres großen Vergleichs. Damit alle Maschinen möglichst parallel im Feld eingesetzt werden konnten, stellte uns Klaas dankenswerterweise 3 Schlepper zur Verfügung. Nachdem wir das Eigengewicht der Gestänge und den Kufendruck auf einer Fahrzeugwaage ermittelt hatten, begann die Scheißarbeit. Jedes Gestänge soll die Gülle möglichst gleichmäßig auf ganzer Breite verteilen, so die Theorie. Um das zu überprüfen, haben wir einen eigenen Prüfstand gebaut, mit dem wir die Gülle bei laufendem Betrieb auffangen konnten. Nach anfänglichen Prüfstandsproblemen lief die Gülle dann dahin, wohin sie sollte. Mit Hilfe unserer fleißigen Helfer haben wir die Boxen verwogen und damit erfasst, wie gleichmäßig die Gülle auf der Arbeitsbreite ausgebracht wird. Dieses Prozedere haben wir für jedes Fass 3-mal wiederholt. Zunächst mit dünnem, absepariertem Gärrest. Und dann nochmal mit schöner, homogener Rindergülle. Auch diese geruchsneutralen Ergebnisse gibt es in der nächsten Ausgabe. Mit guter alter Technik haben wir die Gülle dann wieder aufgefangen und zurück in die Grube gebracht.